I think we're made of something. Ist das nicht herrlich, die Sonne scheint? Neue Optik habe ich auch. herzlich willkommen zum neuen Vlog von mir. Wir fahren jetzt Richtung Kassel, denn es geht heute zu der Genesis 2 Night nach Kassel in den Weber Originalstore von Klaus. Er hat eingeladen, da werden auch noch andere Blogger dort vor Ort sein. Ja, wir fahren jetzt erstmal hin, sind ungefähr anderthalb Stunden von hier und ja, ich freue mich dann auf die anderen Verrückten, die dort schon vor Ort sind. Also bis gleich. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you. It's the best lie I know, it's not a game that I am playing. In der Nachbar angekommen, wir halt nur noch auf der anderen, die jetzt halt noch fehlen. Gucken wann die jetzt kommen, wir sind jetzt halt relativ früh da. Und ich würde sagen, das ist Kassel. Sind die anderen jetzt hier in den Burger noch gefunden, ob ich meinen von mir stehen und ja, das ist mit der bei mir gehen. Esse den jetzt erstmal und dann geht's gleich weiter im Store. Da sehen wir uns. Ja, da waren wir jetzt in der Nachbar, nicht zu verwechseln mit der Nacktbar, ein kleiner Scherz von mir. Lecker Burger gehabt. Jetzt geht's erstmal direkt in den Store, gucken wie es da drin aussieht und wie weit die Vorbereitungen sind. Burger hier war, ich sag jetzt mal, okay, kann man empfehlen. Also seid ihr mal in Kassel, geht mal rein, bildet euch selber eine Meinung noch von. Aber jetzt geht es erstmal in Richtung Store und da sehen wir uns mal. Ja, ihr seht schon, jetzt sind wir hier gerade an dem Original Store angekommen in Kassel und bevor das Licht jetzt gleich komplett weggeht, ich kann ja mal vorne rüber gehen, nehme ich das jetzt von hier draußen auch nochmal mit der großen Kamera auf. Es wird genauso wie in den anderen Vlogs auch so darauf hinauslaufen, dass ich mit der großen Kamera ein bisschen was für euch aufnehme, das mit Musik untermale und suche mir ab und an mal ein paar Gesprächspartner. Geplant ist heute halt mit dem Genesis 2 so ein bisschen zu grillen. Der Klaus hat so einiges vorbereitet mit den Andreas und mit den Marcel, so wie ich das verstanden habe. Gehen jetzt gleich aber nochmal komplett rein, gucken uns erstmal den Store an und den möchte ich euch gerne zeigen. Mysterious, I think I found my own way. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. Während der Kevin da hinten so ein bisschen ein Live-Video dran machen ist. Ja. Wir gehen da mal rüber. Ich war noch mal hier kurz mit dem Tobias, der gerade den Vlog vorbereitet. Richtig, den Vlog vorbereitet. Ja, sind wir gerade live drauf. Komm, wir machen mal so und dann sind wir so nebeneinander. Sind wir eigentlich synchron, aber eigentlich nicht, ne? Weil es bei dir ein bisschen später kommt. Was meinst du bisher? Also ich finde den Laden sehr geil. Oder? Ist mega groß. 800 mega, Quadratmeter, ja. Merkt man halt schon. Und ja. Dann der Außenbereich ist halt schon ziemlich geil. Ja. Ich finde das echt cool, dass sie das hier mit der, also dass die noch so einen Weg dahin für den Grillmeister. Ah, okay, okay. Sie tragen dazu bei, okay. Ja, also ich finde es echt eine coole Nummer. Hier mit dem Weg hin, wie der Klaus eben so schön erzählt hat. Also echt Wahnsinn. Ja. Ich bin mal gespannt, was gleich gibt. Würstchen haben wir gesehen, ne? Ja, Rippchen noch schon gesehen. Auch, Rippchen auch. Also. Das wird eine leckere, feine Angelegenheit, ja. So, erzähl mal, was machst du gerade? Ich mache hier ein paar Burger. Sonst nichts, aber lecker. Sonst nichts? Bry Age Red Heifer von Adventure. Ich habe aber keine Handschuhe an, siehst du? Ich bin der einzige Burger ohne Handschuhe. Das ist ja auch schon mal was. Nur mal am Rande, die schauen Fußball.
Wir mussten jetzt leider ein bisschen anpacken. Wir haben ein paar Burger gemacht. Ich war gerade der Veggie-Mann. Und Veggie habe ich nichts am Hut, deswegen bin ich hier für die Burger eingeteilt worden. Ich muss sagen, die Jungs haben es echt gut gemacht. Vielen Dank. Aber das liegt nur an deinem Vornamen, glaube ich. Flo ist gut. Nee, das liegt an meinem Vornamen. Kevin ist schon gut. Ich glaube, er meint Tobias, ne? Ich Kevin glaub, ist ja auch so in den letzten... Das müsst ihr dann entscheiden. Ich denke, ich bin rehabilitiert. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told ya. It's the best light I know. It's not a game that I am playing, my love. Ja, Andreas Berschel. Hi. Hallo. Und, was sagst du zum Abend heute? Super, Wahnsinn. Oder? Alle kennen zum Lernen. Ich habe ja immer persönlich gesehen. Das stimmt allerdings. So viele Leute habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ist viel los heute. Oder? Und dass wir auch noch selbst ankommen mussten. Das kostet aber ein Summit, oder? Was ja, mindestens. Das müssen wir doch mal mit Klaus sprechen. Ja. Das haben wir natürlich die Hälfte verpasst. Wir haben gerade gehört, was Klaus redet. Wir waren natürlich draußen und haben ein bisschen was gehört. Und ja, wir gehen da mal hin, mal gucken, was er da sagt. Also, wo ist er? Ich nehme das mal für euch für die große Kamera. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. Der Klaus stellt gerade die neue Genesis 2 LX Serie vor. Ich habe das mit der großen Kamera so ein bisschen versucht einzufangen. Und ja. Ich meine, ihr kennt ihn natürlich jetzt schon durch unsere Videos oder beziehungsweise meine Videos und der Bart hat ihn euch auch schon vorgestellt. Für die Leute hier ist es jetzt halt natürlich etwas Neues. Für mich macht er nach wie vor wieder was her und finde ich halt sehr, sehr gut. Kommen wir jetzt mal langsam zum Ende von diesem Vlog oder beziehungsweise von diesem Video. Es war ein wirklich sehr geiler Abend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz viele tolle Leute getroffen und ja, ich muss halt wirklich sagen, perfekter Tag. Wie gesagt, Ende von diesem Video würde ich sagen, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video, ganz unten. Für weitere Tipps und Tricks oder Vlogs, schaut einfach auf tobias.de. Bis dahin.